Ihnen allen einen österlichen Gruß und ein herzliches Willkommen auf dem Fellbacher Besinnungsweg bei der Station Zeit. Was ist das eigentlich, die Zeit? Ich werde jetzt nicht Ihnen den Gefallen tun und den Augustinus wieder zitieren. Das Zitat ist schon so inflationär gebraucht worden. Befragen wir doch einfach das Kunstwerk von Inge Mahn. Das Kunstwerk ist eine überdimensionale Sonnenuhr, mit der man relativ präzise die Zeit messen kann und ablesen kann. Die präzise vermessene Zeit ist natürlich die Grundlage der Naturwissenschaften. Aber ist das alles, was zum Thema Zeit zu sagen ist? Dieses Kunstwerk hat sich zur Aufgabe gemacht, ganz unterschiedliche Dimensionen von Zeit zu visualisieren und begreifbar zu machen. So steht hier in der Mitte das sogenannte Taukreuz. Das Taukreuz war in der antiken Mythologie ein Zeichen für Vollendung. Und da kommen jetzt zwei Aspekte zusammen, die gemessene, vermessene Zeit, die zeitlichen Abfolgen und die Vollendung. Das Zusammendenken von zeitlicher Abfolge und Vollendung nähert sich schon dem Phänomen an, was wir Christen als Ostern bezeichnen. Nämlich exemplarisch am Kreuzestod Jesu, der Übergang von der zeitlichen Dimension in die Ewigkeitsdimension Gottes. Lassen Sie sich doch inspirieren, von diesem Kunstwerk nachzudenken über Zeit, Ewigkeit, Auferstehung, Ostern. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes Osterfest. Musik.